Hallo ihr Lieben, ich weiß nicht, ob ich das groß begründen muss oder ob es für alle offensichtlich ist, aber meines Erachtens hat unsere Gesellschaft ein Vertrauensproblem und zwar ein ganz gewaltiges Vertrauensproblem. Also man könnte aufzählen, wir vertrauen nicht unseren Politikern, wir vertrauen zunehmend weniger unseren Ärzten, wir vertrauen auch Wissenschaftler nicht, wir vertrauen Polizisten nicht, wir vertrauen allen möglichen vermeintlichen Autoritäten nicht, also Menschen in bestimmten Berufen, von denen wir alle abhängen. Und ich möchte tatsächlich dafür argumentieren, dass dieses Misstrauen, das wir ineinander haben, absolut rational ist, also nicht eingebildet oder übertrieben, sondern dass im Gegenteil die gegenteilige Ansicht, wir sollten einander einfach nur deswegen vertrauen, weil zum Beispiel die Leute, was weiß ich, ausgebildet sind, weil sie Profis sind, weil sie von Dritten kontrolliert werden, vertrauen, dass das die naive Ansicht ist. Also nach der Devise, Menschen, die wir gar nicht kennen und die uns gar nicht kennen und zu denen wir in keinerlei Beziehung stehen, wie könnten wir diesen Menschen vertrauen? Und das ist ein Problem, das tatsächlich struktureller Art ist. Also es ist hier kein Blaming gegen irgendwen, es geht gegen niemanden, es geht eigentlich sozusagen darum, wie kriegen wir denn das gelöst? Weil wir sozusagen, ich kann es nicht anders sagen, ich würde es gerne, sag ich mal, wie soll man sagen, nüchterner sagen, aber wir sind halt Beziehungswesen. Und wo wir nicht in Beziehung stehen, selbst in Beziehung ist Vertrauen manchmal schwierig, aber wo wir nicht in Beziehung stehen, gibt es zwischen uns Menschen kein Vertrauen. Das halte ich für eine anthropologische Konstante. Und das Grundproblem ist ein ganz simples. Wir bilden halt sehr große Gesellschaften seit geraumer Zeit. Wir sind einfach sehr viele Menschen. Und wir sind aber in unserer Beziehungsaufbau, in unserer Bindung begrenzt, limitiert zahlenmäßig. Wir können halt nicht Beziehungen aufbauen zu sehr, sehr vielen Menschen, sondern eigentlich nur, also aufs große Ganze gesehen, zu verschwindend wenigen. Und das erzeugt strukturell ein Vertrauensproblem. Und sozusagen dieses Vertrauensproblem wird nicht mehr weggehen, einfach so, auch nicht durch Appelle, auch nicht durch Verweise auf den hohen Ethos oder das hohe Niveau der Ausbildung, weil es hilft uns allen wenig, wenn auch Leute zum Beispiel gut ausgebildet sind und wirklich Profis in ihrem Beruf sind. Das garantiert, dass sie Profis sind, aber das garantiert nicht, dass sie uns gegenüber wohlwollend sind oder das, was wir brauchen, wünschen, überhaupt wissen können, weil dazu muss man in der Beziehung stehen, dazu muss man in einen Austausch gehen miteinander. Das ist eigentlich was, was wir so aus unserem Privatleben ganz gut kennen. Also sozusagen, ich kann nicht mir einfach denken, was zum Beispiel meine Partnerin oder mein Sohn oder meine Eltern oder sonst wer gut finden. Um das rauszufinden, was sie eigentlich wirklich wollen, muss ich mit ihnen ins Gespräch gehen. Und da kommen wir wieder zu einem Problem. Das kann man nur mit einer begrenzten Anzahl von Menschen tun, in diese Form von intensiven Beziehungsaustausch gehen, wo man idealerweise am Ende des Austauschs ein bisschen genauer weiß, was der andere möchte und was der andere auch nicht möchte. Also wo man sozusagen seinen Willen berücksichtigt oder seinen Willen irgendwie in sein Handeln mit einplanen kann und nicht den eingebildeten Willen, also das, was wir uns denken, was der andere will. Das ist also nicht so ganz leicht von der Hand zu weisen. Und das heißt, wir haben einfach ein ganz simples Grundproblem. Wir sind sehr viele und wir sind sozusagen von unserer eigenen Bauart als Menschen nicht darauf ausgelegt, dass wir so viele sind. Wir sind auf letztlich Kleingruppen, auf relativ überschaubare soziale Einheiten angelegt, bilden aber jetzt halt seit geraumer Zeit schon größere Gesellschaften, wenn man es so nennen will. Und ich bin jetzt niemand, der irgendwie zurück zur Steinzeit will oder so. Das finde ich wenig attraktiv. Ich hätte gern eine Lösung auf dem Zivilisationsniveau, das wir miteinander bilden oder auf einem sogar noch höheren, also auf der Basis einer eben, wie es manchmal so schön heißt, differenzierten Gesellschaft. Ich finde die Moderne wunderbar, außer eben, dass wir ein Vertrauensproblem haben, das aus strukturellen Gründen besteht und also mit uns persönlich, auch mit unseren persönlichen Neigungen oder einer vermeintlichen Paranoia oder so, wenig zu tun hat, sondern es ist sozusagen ein Misstrauen, das wohl begründet ist und das wir im Kern alle haben. Ja, also sozusagen Vertrauen unter diesen Umständen wäre tatsächlich naiv. Wir sehen das auch an zahlreichen Ereignissen die ganze Zeit, dass sozusagen Vertrauen eigentlich keine Grundlage hat und nicht gerechtfertigt ist. Und jetzt ist die Frage, was machen wir denn damit? Und keine große Überraschung, wer halt jetzt schon viele Videos gesehen hat oder so, es ist immer das Gleiche. Es ist möglich, dieses Vertrauen zu erarbeiten. Also es ist falsch, es einfach vorauszusetzen und zu sagen, ja, jetzt vertraut doch mal. Aber wir können es uns erarbeiten und diese Arbeit ist natürlich sehr aufwendig, weil es bedeutet, dass wir tatsächlich in unmittelbaren Kontakt miteinander gehen müssen und dass wir also Formate schaffen müssen. Meines Erachtens sind geloste Bürgerversammlungen die idealen Formate dafür, um sozusagen eine Art künstliches Beziehungsnetz zu weben, das nicht von alleine entsteht,
sondern von alleine entsteht halt ein privates Beziehungsnetz, also sozusagen unser überschaubarer Kreis an Menschen, mit denen wir in intensivem Kontakt stehen in unserem Alltag. Das besteht aus unseren beruflichen Kontakten, aus unseren familiären Kontakten, aus unseren anderen privaten Kontakten. Und das ist halt das, was von alleine entsteht. Also jeder Mensch, hoffe ich mal, bildet in seinem Leben eine Art privates Beziehungsnetz aus oder wird auch in eins hineingeboren. Das verbindet uns aber nicht als Gesellschaft. Und also auch diese sozusagen familiären oder familienartigen Bindungen oder auf jeden Fall privaten Bindungen können nicht die Gesellschaft zusammenhalten. Sie halten halt die kleine Gruppe, mit der man in Beziehung steht, zusammen. Aber die Gesellschaft insgesamt braucht eine zusätzliche Beziehungsarbeit. Und meines Erachtens ist die Demokratie ursprünglich, so wie sie ursprünglich konzipiert war, so wie sie ursprünglich gedacht war in den kleisthenischen Reformen, das Aufspannen eines solchen Beziehungsnetzes. Also Demokratie war mal ein Beziehungsding, und zwar ein Beziehungsding zwischen den Bürgern. Also man könnte von Beziehungsdemokratie, Kontaktdemokratie, Begegnungsdemokratie oder auch Präsenzdemokratie sprechen. Das ist das, was Demokratie ursprünglich war. Und sie war also sozusagen unter hohen Aufwand für alle Bürger gespanntes Beziehungsnetz zwischen den Bürgern, das eben von alleine nicht entstand, das im Privaten nicht entstand, das aber sozusagen schon etwas größere Gesellschaften dringend nötig haben, weil wir sonst eben ein strukturelles Vertrauensproblem haben, das wir durch nichts anderes fixen können. Weder durch irgendwelche, was weiß ich, Schwüre und Eide, noch irgendwelche freiwillige Selbstkontrolle, noch, und das ist ja ein Modell, auf das wir viel setzen, das Dritte kontrollieren. Aber das ist halt nur eine Verlagerung des Problems. Wir haben dann immer das gleiche Problem von der Form quis custodiet ipsos custodes. Wer aber bewacht die Wächter? Also wer kontrolliert die Kontrolleure? Und also wenn man rein logisch drüber nachdenkt, kann die Lösung nur zirkulär sein. Also sozusagen nur ein Zirkel, Zirkelschluss, ein sozialer Zirkelschluss kann dieses Problem lösen. Und das von mir bevorzugte Modell besteht darin, dass wir durchaus die Strukturen, die wir bereits geschaffen haben, nutzen, also kurz gesagt den Staat und seine Bürokratie, aber dass wir um diese hierarchische Pyramide des Staates, die eben top-down gebildet ist, ja, es gibt eine Spitze und sie ist weisungsbefugt gegenüber den niedrigeren Ebenen, dass diese klassische hierarchische pyramidale Struktur sozusagen umgeben wird von einem Kreis. Ja, und dieser Kreis wird gebildet durch das Losen. Das bedeutet, wir sind an der Basis und an der Spitze der Pyramide zugleich. Wir werden kontrolliert, aber wir sind gleichzeitig Kontrolleure. Wir werden regiert und wir sind gleichzeitig Regierende, aber gemeinsam. Und in diesem Gemeinsamen, was an der Spitze zu finden ist, was wir eben losen sollten, also sozusagen die höchsten Gremien in unserem Staat sollten gelost sein, sollten geloste Bürger, Konvente, Bürgerversammlungen sein. Dort kommen wir eben auch nochmal auf andere Weise zusammen. Und wenn wir das eben sehr viel machen, sehr regelmäßig machen, verfassungsmäßig machen, dann entsteht tatsächlich sowas wie ein Vertrauen in der Gesellschaft, das von alleine nicht entsteht und das wir eben auch sozusagen nur naiverweise voraussetzen können, aber nicht realistischerweise. Also im derzeitigen Gesellschaftszustand, einfach qua Größe, qua zahlenmäßiger Größe, können wir nicht erwarten, dass andere Menschen uns vertrauen. Wir können auch nicht erwarten von uns selbst, dass wir Vertrauen in andere haben, denn dieses Vertrauen wäre tatsächlich unbegründet. Ja, also sozusagen bei allem, was andere Menschen sind, im derzeitigen Zustand sind wir faktisch uns größtenteils egal. Wenn es hart auf hart kommt, wenn es sozusagen das ethische oder moralische Verhalten kostspieliger wird, wenn es uns wirklich was kostet, wenn wir das anfangen zu spüren, können wir nicht mehr erwarten, dass die anderen sozusagen unser Wohlergehen in ihr Verhalten einpreisen oder einberechnen. Dann wird eben über uns hinweggegangen. Und selbst wenn Leute sehr, sehr, wie soll man sagen, einen starken Willen haben, ein starkes Gewissen haben und also gerne sozusagen auf uns eingehen würden, selbst dann können sie es nicht. Also Wohlwollen allein reicht nicht aus. Warum? Weil sie gar nicht wissen, was uns gut tut. Das ist wieder das Gleiche. Das haben wir in Familien. Also wenn ich, was weiß ich, mit meinem pubertierenden Sohn mir denke, was dieser junge Herr will, dann habe ich ein Problem, weil das ist übergriffig. Ja, sozusagen, ich glaube zu wissen, was für ihn gut ist, aber um es wirklich zu wissen, muss ich mich halt mit ihm unterhalten, damit er sich noch mit mir unterhält als seinem Vater, müssen wir ein vertrauensvolles Verhältnis haben. Das muss man sich hart erarbeiten, im Grunde immer wieder neu. Es einfach vorauszusetzen, ist ein Fehler. Gesellschaftlich agieren wir aber genauso. Wir setzen das einfach voraus und sagen, vertrau doch mal. Ja, dazu gibt es aber keinen Grund. Ja, das müsste erarbeitet werden. Und meines Erachtens sind eben geloste Formate, geloste Bürgerkonvente, geloste Bürgerversammlungen das Format, um sozusagen gemeinsam zu investieren in Vertrauen. Weil wir dort zusammenkommen, weil wir dort nicht in Hierarchieunterschieden zusammenkommen, sondern gleichrangig zusammenkommen
Und sozusagen in diesen gleichrangigen, in diesen Zusammenkünften von Freien und Gleichen kontrollieren wir letztlich den bürokratischen Staatsapparat, den wir brauchen meines Erachtens, der dann wiederum uns kontrolliert. Also das ist ein zirkuläres System, bei dem wir sowohl kontrolliert werden, so unangenehm das ist, aber es ist notwendig, als auch selber kontrollieren, aber in letztlich relativ respektvollen, würdevollen, freundlichen Formen, nicht in einer Art, wie soll man sagen, wie könnte ich das nennen, in einer schrecklichen Art von Orwellschem Überwachungsstaat oder so. Das ist halt immer der Fall, wenn wenige die vielen kontrollieren. Wenn eine kleine Kaste von Menschen alle anderen kontrolliert, das ist letztlich die platonische Lösung, das ist, was Platon sich mal vorgestellt hat. Und das ist furchtbar. Ja, das ist eine schreckliche Variante. Egal wie, was weiß ich, weise, ethisch, reflektiert, empathisch, intelligent die Menschen sind, die da kontrollieren. Es ist immer ein schreckliches System, wenn wenige alle anderen kontrollieren. Also wenn es so Wächter gibt, wie Platon sie nennt, und drüber nochmal die Philosophen, das ist ein schreckliches System. Was wir brauchen, ist ein zirkuläres System, und das zirkuläre System ist genau das, gegen das Platon mal opponiert hat, nämlich die Demokratie. Ja? Die Demokratie, indem sie lost, schafft ein zirkuläres System der gesellschaftlichen Kontrolle auf höherem Niveau. Also wir kennen das auch auf relativ furchtbare Weise in eher dörflichen Gemeinschaften, weswegen es mal den Spruch gab, Stadtluft macht frei, weil im Dorf alle einander wechselseitig beäugen und das also sich relativ klamm, relativ eng anfühlt in diesen kleinen Kreisen, denen man nicht entkommen kann, wo jeder jeden kennt, von der Wiege bis zur Bahre, das ist relativ eng. Und sozusagen das, was wir sozusagen kriegen können über Demokratie, ist das Beste aus beiden Welten. Wir kriegen die Freiheit der Stadt, die Freiheit der großen, differenzierten Gesellschaft, aber wir kriegen sie in einer Variante, wo wir trotzdem das Vertrauen haben, das man eher sonst in kleineren, dörflicheren Gemeinschaften haben kann, weil man sich aufeinander verlassen kann, weil jeder jeden kennt und so weiter. In diesem höheren Niveau, in diesem Niveau von komplexer, differenzierter Gesellschaft, müssen wir uns aber das hart beständig neu erarbeiten. Von alleine ist kein Vertrauen da. Von alleine kann auch gar kein Vertrauen da sein. Ja? Und das Gute ist, an dieser Sichtweise, die ich hier vorstelle, sie kommt ohne Schuldzuschreibungen aus. Sie sagt, das Problem ist nicht ein Problem, das irgendwie von bestimmten Menschen ausgeht oder von bestimmten Menschengruppen. Es ist kein böser Wille notwendig, damit wir ein Problem haben. Das Problem entsteht eben aus einem strukturellen Grund. Der strukturelle Grund ist, wir sind Kleingruppewesen, leben aber in Großgesellschaften. Ja, das ist hinreichend, um sozusagen zu verstehen, warum wir ein Vertrauensproblem haben. Ja. Wir sind sehr viele, wir sind aber auf Beziehungen angewiesen. Beziehungen können wir nur mit sehr wenigen haben. Und was bedeutet das? Es ist im Grunde wirklich so simpel wie 1 plus 1 ist 2. Wir müssen halt ein Beziehungsnetz aufspannen, das hochaufwendig in der Pflege ist, in Haltung ist, das unter hohem Aufwand nur aufrechterhalten werden kann. Und das war das, was halt die antike Demokratie gemacht hat. Also wenn heutige Forscher zurückschauen auf die antike Demokratie in Athen, dann sind sie immer wieder neu überrascht, warum so viele Menschen bereit waren, sich derart viel politisch zu engagieren und ihre privaten Geschäfte einfach hintanzustellen und teilweise schleifen zu lassen. Also die Leute sind überrascht, dass die Leute bereit waren, in dieser breiten Masse sich politisch zu engagieren. Das ist immer wieder neu und das ist natürlich von heute ausgedacht. Und es gibt verschiedene Theorien dazu, warum die Leute bereit waren, sich derart viel politisch zu engagieren. Was auch immer ihre Gründe gewesen sein mögen damals, eins ist sicher, wir brauchen das heute auch. Wir brauchen eine politisierte Gesellschaft, eine positiv, konstruktiv, verfassungsmäßig politisierte Gesellschaft, um Vertrauen ineinander zu haben, um uns gesellschaftliches Vertrauen beständig neu zu erarbeiten. Und in dem Moment, wo wir diese Politisierung wieder sein lassen, wird dieses Vertrauen sofort wieder zerfallen. Also es ist sozusagen etwas, was unter beständiger gemeinsamer Praxis aufrechterhalten werden muss. Und das ist genau das, was geloste Bürgerversammlungen leisten, wenn man sie halt verfassungsmäßig macht und das heißt in hoher Zahl regelmäßig abhält. Und das ist das, was wir brauchen. Und wenn wir es nicht machen, können wir nicht erwarten, dass wir Vertrauen haben. Dann wird Misstrauen der Standardzustand sein, so wie es eben jetzt der Fall ist. Ja? Darunter leiden alle. Wir hätten alle gern Vertrauen. Alle sagen wir, ja, du, ich bin doch ein guter Mensch, ich mein's doch gut. Ja? Vertrau mir doch mal. Das ist unsere Haltung. Aber das ist eben nicht hinreichend dafür, dass man uns auch vertrauen kann. Im Zweifelsfall, wenn es hart auf hart kommt, ist mir dein Wohlergehen scheißegal. Warum? Du stehst zu keiner Beziehung zu mir. Du bist nicht wirklich wichtig für mich. Ja. Solange wir in diesem privatistischen Zustand leben miteinander, wie es halt derzeit der Fall ist, ohne geloste Bürgerversammlungen, ohne eine allgemeine Politisierung, dann ist das eben so. Und wenn es hart auf hart kommt, dann sagen wir solche Dinge wie Blut ist dicker als Wasser oder die Jacke ist uns näher als die Hose oder solche Sprüche und sind halt bestimmte wenige Menschen dann einfach wichtiger, weil wir
zu den anderen in keinerlei Beziehung stehen. Ja, und wir sind Beziehungswesen. Zu wem wir in keiner Beziehung stehen, ist uns am Ende letztlich egal. Ja, wir mögen noch so idealistisch sein, wir mögen noch so sagen, ja, alle Menschen sind irgendwie wichtig oder ich bin in love with humankind or humanity, also sozusagen, ich bin ein Menschenfreund und sozusagen allen Menschen soll es gut gehen. Das können wir schon alles sagen. Aber wenn es dann hart auf hart kommt, dann sind uns halt doch die paar Menschen, zu denen, die uns wirklich wichtig sind, wichtiger. Und dieser Zustand ist so lange so, solange wir halt keine Bedeutung füreinander haben, weil wir nicht in Beziehung treten. Und wie gesagt, Politik und Demokratie sind ursprünglich Beziehungssysteme gewesen, nicht einfach abstrakte Entitäten, wo man an irgendwas appelliert oder nur im Kopf eine Einheit ist oder sich das vorstellt oder... Das war eine Praxis. Ja, das war eine Praxis beständiger Zusammenkunft. Das heißt, die Leute haben Feste zusammen gefeiert. Sie haben damals auch leider sehr viel Kriege geführt. Sie haben auch zusammen gekämpft in diesen künstlich geschaffenen Einheiten. Das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir wünsche für heute. Aber man kann sagen, man hat die Leute wirklich eng unmittelbar zusammengebracht in ihrer Verschiedenheit. Ja, man hat künstliche soziale Einheiten geschaffen, wo die Leute quer zu ihren sonstigen privaten Bindungen eine wirkliche, neuartige politische Bindung eingegangen sind. Ja, quer zu Zensusklassenzugehörigkeit, wir würden heute sagen Schichtzugehörigkeit, quer zu verschiedenen regionalen Milieus und so weiter, hat man die Leute zusammengebracht und dadurch eine sozusagen neuartige soziale Identität geschaffen, nämlich sozusagen, man könnte sagen, die Polis-Identität oder die bürgerliche Identität, eine bürgerschaftliche Verbundenheit der Menschen als Menschen, würden wir heute sagen. Damals nicht, das war ein reiner Männerverein. Aber heute können wir tatsächlich eine solche Verbundenheit zwischen allen Menschen herstellen, aber halt unter hohem Aufwand. Und wenn wir diesen Aufwand nicht betreiben, wenn wir sozusagen faul sind oder eine zu einfache Lösung, es zu kostengünstig haben wollen, mit kostengünstig meine ich hier vor allem Zeit, wenn wir es also zum kleinen Preis haben wollen, dann können wir nicht erwarten, dass Vertrauen in der Gesellschaft herrscht, dass Vertrauen entsteht. Vertrauen müssen wir uns erarbeiten. Unter Beteiligung aller. Das ist so das, was ich sehe. Ich glaube, es ist im Grunde ein ganz einfacher Gedanke. Und ja, wir ignorieren ihn halt und dann beklagen wir uns über fehlendes Vertrauen. Ja, das ist jetzt so nicht so ganz so groß überraschend, dass wir kein Vertrauen ineinander haben. Und die Leute sind auch nicht verrückt, die kein Vertrauen haben, sondern sie machen halt Erfahrungen in ihrem Leben. Und das Resultat dieser Erfahrungen kommt einfach raus. Vertrauen kann ich im Zweifelsfall mir selber oder ein paar sehr, sehr engen Menschen. Auf die kann ich zählen und der Rest muss misstrauisch beäugt werden, weil er es vielleicht gut meint, aber mich dann im Zweifelsfall doch übergeht oder gar nicht versteht, was ich eigentlich will und brauche, weil dazu bräuchten wir Kontakt, dazu bräuchten wir engen Austausch, dazu bräuchten wir eine Beziehung, die wir aber nicht haben, weil wir sie nicht herstellen. Ceterum censeo isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Isonomie, dass die Demokratie gelost werden muss.